Immer schneller muss es gehen. Immer schneller muss es gehen. Alles nur noch Hektik, keine Geduld mehr. Es ist, ach, Entschuldigung, können Sie kurz auf den Eimer hier aufpassen? Das wäre nett. Kurz halten. Ich hole ihn gleich wieder. Der ist auch leicht. Ist nur 4 Tonnen Kies drin. Es ist so, dass wir in der ganzen Eile, an die wir uns gewöhnt haben, er jetzt auch komplett vergessen hat, wer den größten CO2-Fußabdruck überhaupt hat. Ja? Wir haben den Kollegen hier, Elon Musk. Das ist sein Balken. 2100 Tonnen CO2-Fußabdruck. Und der Balken, den Sie hier sehen, der ist noch größer als der Balken, den er seiner Stewardess im Privatjet gerne zeigt. Aber, ja klar, das ist jetzt natürlich einfach. Ne? Man guckt sich hier einfach so einen Balken an, ja, und denkt sich, oh, Klimawandel ist ja nur Problem von den Reichen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir alle hängen so ein bisschen mit drin. Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass alles immer sofort super schnell verfügbar sein muss. Es gibt jetzt zum Beispiel, das ist nach Corona aufgekommen, gibt es eine neue Form von Lieferservice, ist unfassbar. Gorillas und Flink, die werben damit, dass die innerhalb von 10 Minuten dir deine Supermarkt bestellen. 10 Minuten! Stellen Sie sich das mal vor, 10 Minuten, Sie sitzen zu Hause auf dem Sofa, gucken Netflix oder die ZDF-Mediathek, sind da, gucken aber keinen Film, sondern sie sind noch im Auswahlbildschirm, weil sie sich nicht für einen Film entscheiden können, weil sie ein schwacher Mensch sind. Aber sie haben jetzt aber so eine innere Unruhe, die der Kapitalismus ihnen anerzogen hat. Und deswegen müssen sie ständig irgendwas drücken, gucken, machen, bestellen. Deswegen holen sie jetzt das Handy raus und bestellen irgendwas. So, holen das Handy raus, machen die App auf, bestellen irgendwas. Keine Ahnung, irgendwie einen Gummibären. Weil sie eine dumme Sau sind. Und diese Bestellung bekommt dann ein anderer Mensch mit Wünschen, Träumen und Gefühlen. Der sitzt gerade beim Kacken und bekommt Ihre Nachricht, dass er jetzt nur noch 8 Minuten Zeit hat, Ihre Bestellung zu bringen. Aber seine Kackwurst hängt noch zu 70% in seinem Rektum. Also reißt er die sich mit der Hand raus, damit er Ihnen Ihren Scheißdreck bringen kann. Minuten. Gibt's wirklich einen Notfall, der so krass ist, dass innerhalb von 10 Minuten eine Duftkerze da sein muss? Vielleicht verstehe ich irgendwas nicht. Vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Vielleicht gibt es ja wirklich Menschen in Deutschland, die hungernd durch ihr Loft kriechen und sich in der Eingangshalle an so einer Marmorstatue anlehnen müssen vor Schmerz und schreien, Avocado! Schnell! Zehn Minuten Lieferzeit! 10 Minuten! Der Rettungswagen braucht 11! Was ist das für eine Priorisierung? Und jetzt fragen Sie sich natürlich völlig zu Recht, was ist eigentlich mit dem Eimer? Ganz einfach, den können Sie mir liefern. Sie haben noch 7 Minuten ab jetzt. Bleiben Sie sitzen! Faszinierend. Sagen Sie, ist das die Art, wie man die Aufmerksamkeit der Menschen, der Zuschauer auf gesellschaftliche Widersprüche lenkt, indem man einen Monolog hält, der mit dem versehen ist, was Menschen als Pointen bezeichnen? Ey, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Aber aufgrund deiner aufgezwungenen, verschachtelten Sätze nehme ich an, dass du Kritiken für die FAZ schreibst. Herr Verweiger,
Wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.